Ja, hallo. Wir hatten eine Lesung im Drachenwinkel. Da wollen wir mal ein bisschen von berichten. Das war nämlich die Premierenlesung zu Nordwärts. Du solltest erwähnen, wo der Drachenwinkel ist, in Dillingen im Saarland, die Nummer 1 Fantasy-Buchhandlung und das nicht nur in Dillingen, also ein Ort, an den Fantasy-Fans wirklich gerne gehen. Absolut, also es, in der Fantasy-Szene, das kann man glaube ich sagen, unter den Fantasy-Schaffenden ist es sehr, sehr bekannt. Es hat auch seinen Grund, weil nämlich dieses Team vom Drachenwinkel immer aktiv ist, auch auf den größeren Fantasy-Veranstaltungen, auch zum Beispiel auf solchen Sachen wie der Leipziger Buchmesse, wo die so einen Verkaufsstand haben und so eine kleine Oase für uns Fantasy-Schaffende herrichten, in der man ein bisschen mehr Ruhe hat vor dem Messetrubel. Und ganz wesentlich die Leseinsel mit organisieren. Absolut, genau. Und diese Insel der Ruhe ist insofern etwas relativiert, weil die an einer Seite immer offen ist. Da ist dann nämlich der Verkaufstisch. Das heißt, wenn jemand dort ein Buch erwirbt, dann kann er das direkt signieren lassen vom Autor, also weil die ja alle sich dann da auch gerne herumtreiben. Aber der Drachenwinkel ist eigentlich eine Buchhandlung, wie gesagt, in Dillingen, an der Saar. Und damit man sich mal vorstellen kann, wie so ein besonderer Buchladen aussieht, habe ich das auch kurz vor der Lesung einmal abgefilmt. Das kann man jetzt hier also mal sehen. So sieht es von außen aus. Und jetzt gehen wir mal rein. Es ist wirklich Bernd, den man da sieht. Genau. Hat niemanden losgeschickt zum Filmen. Also hier sieht man, die haben nicht nur Bücher, sondern man findet da auch diverse Accessoires. Die meisten davon sind auch Fantasy-kompatibel. Also für meine Tochter wäre das das Paradies. Wir haben so einen Laden in Krefeld nicht, zumindest keinen, den ich kennen würde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sie mit ihren 12 vor genau diesen Vitrinen stehen würde, um genau solche Ohrringe anzuschauen. Guck mal, für dich ist auch was dabei, Ja, Herr Corvus, hier ne? jetzt rechts da, Raben. also der Laden beweist guten Geschmack. Und es gibt auch was zum Anziehen. Also jetzt nicht für mich, aber grundsätzlich gibt es da jetzt was zum Anziehen. Also nicht dieses Teil für mich, wollte ich damit sagen. Und für die kleinen Leute gibt es auch was. Denn als Fantasy-Händler hat man natürlich ein Herz für Zwerge, das ist ja klar. Da werden übrigens gerade so die Top-Hits ausgestellt, die die da auf der Leipziger Buchmesse verkauft hatten. Das war dieses Regal gerade, wo Herr Hennen übrigens Platz 3 belegen konnte. Und Herr Hennen, das konnte man da gerade sehen. Da ist er. Ja, fast, das nicht. Fast, nein. Aber das ist erstmal der Büchertisch, den die gemacht haben für unsere Lesung. Also Also, Nordwärts wir sehen ihn zentral. jetzt vor der Lesung wohlgemerkt. Hinterher Genau. war er ordentlich geplündert. Das stimmt. Aber da ist jetzt Herr Hennen. Neben mir Carsten Wolter, der Betreiber des Ladens. Genau, also das ist der rührige Geist, der das alles wunderbar organisiert. Da werden wir gleich auch noch ein Beispiel für sehen. Aber hier jetzt erstmal die Reihen waren gerade zu sehen von den Zuhörern und hier natürlich noch weitere Bücher. Es gibt auch so ein paar Sachen, die etwas weiter gefasst sind als das Fantasy-Spektrum, also Jugendbücher oder auch einige Sachbücher aus dem Musikbereich zum Teil. Hier ist jetzt die Jugendbuchecke gewesen und hier kommt jetzt das Rollenspielregal allmählich in den Blick. Und schon wieder weg, hier ist die Lesungsbühne, da haben wir also gesessen. Und ein Blick in den Saal, der dann später wirklich bis fast auf den letzten Platz gefüllt war. Und da sieht man eben, es gibt auch rechts noch Plätze. Und was man da jetzt sieht, Stammplatz Nadine. Es gibt also Leute, die dort ihre Plätze reserviert haben. Das sind noch Leute vom Team vom Drachenwinkel, die dafür das leibliche Wohl hinter der Theke gesorgt Noch haben. eine kleine Anmerkung, es gibt noch etwas, das habe ich noch in keiner anderen Buchhandlung in Deutschland gesehen. Es gibt Abos auf Lesungen, eine großartige Idee und ja, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für den Drachenwinkel. Diese Abos haben eben dann ihre reservierten Plätze, auf denen sie dann immer sitzen können. Also wirklich eine ganz schöne Sache. Dadurch treffen sich dann natürlich auch immer ähnliche Leute in diesen
Lesungen und lernen dann ganz viele Autoren auch kennen. Man sieht hier dann jetzt auch mal einige Bilder von der Lesung. Da liest gerade der Bernhard eine Passage Wie vor. man sieht, es wird sehr viel Wert auf Atmosphäre gelegt im Laden und während der Lesungen. Kerzenständer mit brennenden Kerzen auf dem Tisch bei der Lesung habe ich nicht oft. Und noch eine andere Sache, sehr witzig, wenn ich das anderen Buchhändlern erzähle, wollen sie es erst gar nicht glauben. In der zweiten Hälfte der Lesung kann man Pizza bestellen, um dann im Anschluss an die Lesung mit den Autoren Pizza zu essen, während die dann meistens noch weiter signieren müssen, Fragen beantworten und dann irgendwann eine kalte Pizza zu essen. Aber also ich fand es großartig, es wird von den Besuchern sehr gut angenommen und ja, ein weiterer Punkt, der den Drachenwinkel ganz einzigartig macht. Das T-Shirt, das ich da anhabe, das hatte ich übrigens auch immer schon gerne als Spielleiter an. Also dieser Knochenmann mit Sense, da wussten dann direkt die Spieler auch, was Sache ist. Also hier sieht man, da wird wahrscheinlich gerade eine Frage gestellt, da muss ich dann nochmal den Gaumen anfeuchten. Während ich mir denke, das muss jetzt Robert beantworten. Ja, genau. Hier sieht man dann nochmal einen anderen Blick aus dem Publikum, also flippt da mal so ein bisschen durch. Da der Bernhard, der auf eine Frage lauscht. Der Schatten. Schauen wir mal, ob das noch heller wird. Und hier der Mensch mit den leuchtenden Augen, das bin also ich. Ich präsentiere da gerade das Cover von Himmelsturm. Das mache ich immer ganz gerne, dass ich die Buchcover etwas größer nochmal ausdrucke und laminiere, damit man da auch was vorzeigen kann. Ja, hier sieht man uns in nachgetaner Arbeit, in trauter Dreisamkeit. Ganz rechts nochmal Carsten Wolter, links Bernd Rogge, Oder alias Robert. Robert Corvus. Genau. Und ja, in der Mitte der Grinsemann, das bin ich. Da war jemand besonders fröhlich an diesem Abend, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach der Pizza gewesen ist. Es war keine Pizza Fungi, keine Gerüchte hier. Das stimmt. Also Pizza Fungi habe ich nämlich vergeblich gesucht. Ich habe dann eine mit Kapern genommen. So, das war unsere kleine Tour durch den Drachenwinkel. Wir sind immer sehr, sehr gerne da zu Gast. Also uns gefällt es da sehr gut. Und gemessen daran, wie voll es da immer ist, wir hatten etwa 60 Etwa Leute. 60 und so wie Carsten sagte, 25 verkaufte Nordwärts-Exemplare. Also fast die Hälfte der Besucher hat ein Exemplar mitgenommen. Das ist eine sehr, sehr gute Quote für Lesungen. Und mehr als die Hälfte der Besucher war auch vorher schon mal da. Das heißt, es scheint ihnen da zu gefallen. Also wir können das da sehr empfehlen.